Hi, hi. Ja, dieses Video geht wieder mal zum Thema Erfolg, weil eigentlich ist es das, was uns im Leben interessiert. Erfolg ist das, was da ist, wenn sich unsere Wünsche manifestiert haben, wenn sich die Dinge im Außen zeigen, die wir uns so, so sehr wünschen. Und grundsätzlich ist es natürlich möglich, dass sich Erfolg über Nacht einstellt. Genauso wie es möglich ist, dass über Nacht eine Wunderheilung stattfinden kann. Aber dieses Video soll eigentlich jetzt gerade dazu dienen, dir zu erklären, warum es sich bei dir jetzt noch nicht so eingestellt hat und warum es grundsätzlich im Außen so aussieht, als würde es lange dauern, bis sich die Dinge zeigen, die wir uns wünschen, bis wir den Erfolg haben, den wir uns wünschen. Warum ist da irgendwo immer noch so ein zeitlicher Faktor? Und warum sind wir dann auch so ungeduldig und möchten es eigentlich gleich haben, aber wir können es nicht gleich haben? Und die Sache liegt darin, was wir über uns selber, über Erfolg, über uns im Erfolg, über uns in Bezug auf andere, wenn wir erfolgreich sind. Also all das sind Sachen, die uns im Wege stehen. Wenn wir da nur kleine Blockaden haben, kleine Ängste haben, kleine Befürchtungen haben, dass wenn wir diesen Erfolg haben, den wir uns wünschen, wenn wir die Wünsche wahrhaben, wenn unser Leben tatsächlich so ist, wie es wäre, wenn wir wunschlos glücklich werden wären, was steht da entgegen? Welche Ängste haben wir? Welche Befürchtungen haben wir von anderen, von außen? Haben wir die Befürchtung, es vielleicht wieder zu verlieren? Haben wir die Befürchtung, irgendetwas falsch machen zu können, so dass uns dieser Erfolg vielleicht nicht gut tut? All diese Sachen führen dazu, dass Erfolg eben nicht über Nacht passiert, weil ich das nicht in mir integriert habe, weil ich damit nicht fein bin, weil ich eben da noch gegen entgegenwirkende Energien, Gedanken habe, die eben sagen, nein, ich bin noch nicht bereit für den Erfolg, den ich mir wünsche. Ich bin noch nicht bereit für diese erfolgreiche Persönlichkeit. Ich kann sie noch nicht navigieren. Ich habe Angst, dass ich scheitere. Ich habe Angst, dass wenn dieser Erfolg zu groß ist, dass ich ihn nicht managen kann. Und all diese Gedanken, ob sie dir bewusst sind oder nicht, führen dazu, dass du Schritt für Schritt gehst in deinen Erfolg. Und Schritt für Schritt bedeutet eben auch Zeit. Es braucht Zeit. Und diese Zeit braucht es, bis es in dir integriert ist, dass du dich wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst mit deinem Wunsch, mit deinem Erfolg. Und deswegen zeigt sich das bei vielen Schritt für Schritt. Denkst, oh, die ist schon so lange an ihrem Business, die macht es schon so lange und jetzt hat sie endlich Erfolg. Ich glaube, für mich lohnt sich das gar nicht mehr zu starten, weil ich habe gar nicht mehr so viel Zeit vor mir, bis ich diesen Erfolg habe, bis sich der Erfolg einstellt. Und das bremst und hemmt so viele Menschen einfach nur, überhaupt anzufangen, überhaupt sich auf diesen Wunsch, auf diesen Traum, auf dieses erfolgreiche Leben in Gedanken einlassen zu wollen, weil der Faktor Zeit einen abhält. Nee, das dauert mir zu lang. Aber es braucht eben nicht lang. Es braucht eben nur die Tatsache, dass du dich wohlfühlst als diese Person. Du musst es hinbekommen, dass du und Erfolg eins seid. Dass das gut ist, dass es großartig ist und dass dein Erfolg, deine erfüllten Wünsche, dein erfolgreiches Leben in keinster Weise irgendeinen Nachteil für dich haben muss. Sprich, zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu viel Verantwortung, zu viel Verpflichtungen. All diese Dinge halten uns vom grandiosen Erfolg ab. Und dabei ist es nichts von dem,
muss eine Bedingung sein. Wir können uns das alles selber kreieren, unser erfolgreiches Leben, unsere erfolgreiche Persönlichkeit. Aber das ist ein Stückchen Arbeit, weil das Status quo, diese Status quo-Ansichten, Beängstigungen, Blockaden, die wir einfach Status quo mal haben, sei es bewusst noch unbewusst, die tun ihre Arbeit. Und die müssen verändert werden, die müssen transformiert werden. Das alles darf ein bisschen Zeit brauchen, aber es muss nicht ewig dauern, sondern ich muss einfach wissen, wo muss ich ansetzen und wie kann ich transformieren, dass es so ist, dass ich und Erfolg in einer absoluten harmonischen Beziehung sind. Dass mein Erfolg und der immer weitergeht, dass all das, was auf mich folgt, für mich großartig ist. Das heißt Erfolg. Es folgt auf dich. Es folgt auf deinen Seinszustand. Und deswegen ist das Programm mit authentischer Erfolgsmentalität zum Cashflow ein Programm, das auf ein Jahr ausgerichtet ist, weil wir haben keinen Zeitdruck, aber wir wissen, dass es grundsätzlich möglich ist, dass sich Erfolg schnell einstellt. Und welcher Art dieser Erfolg ist, der ist so vielfältig, der kann sofort Cashflow sein, der kann sofort Traumbeziehung sein, der kann sofort absolute hundertprozentige Gesundheit sein. Dieser Erfolg kann sich theoretisch sofort einstellen, wenn du bereit bist, diese Person zu leben, zu navigieren, zu managen in deinem Leben. Und zwar angstfrei, bedingungsfrei, ohne dass du irgendwie glaubst, du müsstest etwas machen, tun, erlauben, gut finden, was dir nicht entspricht. Und diese Erfolgsmentalität, die generieren wir, die kreieren wir in uns in 12 Monaten in diesem unglaublich genialen Programm authentische Erfolgsmentalität für dich führt zum Cashflow als logische Konsequenz, führt zu Glück, führt zu Happiness, führt zu Leichtigkeit, führt zu Freude. Und so funktioniert unser Leben. Es ist alles, was für uns angenehm, gut und richtig ist, was sich richtig, wahrhaftig zu einem gehörend anfühlt, das kommt und bleibt. Nur wenn wir irgendwelche ablehnenden Energien durch Ansichten, Ängste generieren, dann geht es vielleicht wieder oder kommt niemals. Und weil wir das nicht im Griff haben, weil wir es nicht wissen, weil wir es nicht gelernt haben, weil wir es nicht geübt haben, wie so eine Person mit einem genialen Erfolgsmindset, der nichts Gegensätzliches, nichts Negatives zulässt, sich durch ihr Leben manifestiert, navigiert, kreiert. Weißt du das? Weißt du, wer du dann bist? Weißt du, wie du dich dann fühlst? Weißt du, was für Ansichten du dann hast? Weißt du, wie sich das tatsächlich so gut und richtig für dich anfühlt, all deine Wünsche in dir zu haben und im Außen zu sehen und zu erleben? Nein, das weißt du nicht. Und wenn du es nicht weißt, kannst du es dir nicht vorstellen. Und wenn du es dir nicht vorstellen kannst, kannst du es nicht haben. Du hast noch niemals in deinem Leben etwas bekommen, was du dir nicht vorstellen konntest. Und du hast ganz, ganz oft in deinem Leben auch negative Dinge bekommen, die du dir halt vorgestellt hast. Das ist unsere Kraft, das ist unsere Superpower, das ist unsere Macht. Und hier reinzugehen in eine stabile Navigation, die uns nicht wieder, immer wieder zurückwirft und eben auch Zeit kostet, frisst. Das ist das Ziel von mit authentischer Erfolgsmentalität zum Cashflow und zu noch viel mehr von deinen Wünschen und Träumen. Dieses Programm ist auf 12 Monate ausgerichtet, kostet jetzt mit dem Black Friday Rabatt Black is Beautiful für 12 Monate 4.500 Euro. Und
Diese Zeit musst du dir, darfst du dir geben. Das heißt aber nicht, dass diese Zeit dafür da ist, dass du auf deinen Erfolg wartest, sondern diese Zeit ist dafür da, dass du deinen Erfolg navigierst, genießt, feierst, freust, neue Erfolge feierst, neue Erfolgsziele dir setzt, neue Wünsche dir klar ins Leben ziehst. Und dieses Jahr 2023 soll auch für dich sein, dass du es dir ermöglichen kannst, mit 4.500 Euro bis zum 27.11. zu 25% Rabatt eine Gruppe, mich, an deiner Seite hast, die genau dafür sorgt, dass du nicht mehr diese Rückschritte machst, dass du nicht mehr so lange auf der Nase liegst, dass du nicht mehr alte Enttäuschungen dazu nutzt, um nicht vorwärts zu gehen, dass du nicht mehr Einschränkungen akzeptierst, sondern weißt, wie es ist, dass du eine Person bist, dass du ein Mensch bist, der hier ist, dessen Wünsche für sie gedacht sind, dessen Wünsche da sind, um sie zu erleben und nicht darunter zu leiden, dass diese Wünsche eh nie in Erfüllung gehen. Nicht darunter zu leiden, dass es für mich halt nicht möglich ist. Es ist für jeden möglich, weil wir sind alle nur Energiegeneratoren, die wiederum alles im Außen für uns manifestieren. Und deswegen ist alles möglich und deswegen ist es über Nacht auch grundsätzlich möglich. Nur unser Verstand ist noch nicht darauf programmiert, dass die Dinge über Nacht kommen und bleiben. Bleiben. Wir wollen ja auch, dass sie bleiben. Wir wollen ja nicht jedes Mal, wenn diese großartigen Dinge geschehen, die großartigen Erlebnisse, Momente, die großartigen Situationen denken, oh mein Gott, was ist, wenn es nicht wiederkommt? Oh mein Gott, was ist, wenn es wieder weggeht? Oh, wie hart ist es, das immer wieder zu erreichen? Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Es muss leicht gehen. Es muss normal sein. Es muss so normal sein, wie alles andere, was du nicht mehr hinterfragst in deinem Leben. So normal wie jeden Morgen, dass du deinen Kaffee hast. So normal muss Erfolg für dich sein. So normal darf es sich anfühlen, wenn du endlich aus dieser Fata Morgana der Unmöglichkeiten ausgestiegen bist und alles für dich erreichen kannst mit dir selbst, mit der inneren Arbeit an dir. Also, zögere nicht, mir Fragen zu stellen, melde dich an. Es ist ein unglaublich geniales Angebot und ich führe dich, ich leite dich, ich bestärke dich, ich hole die größten, tollsten, großartigsten Wünsche aus dir raus und zeige dir, wie es ist, wenn es dir entspricht, sodass du bereit und ready bist, wenn es im Außen dir plötzlich in die Augen schaut und sagt, ich bin hier, Cashflow, ich bin hier. Traumbeziehung. Ich bin hier. Traumgesundheit, Vitalität, Körper, Erlebnisse. Ich bin hier. Ich bin deins. Ich gehöre zu dir. Yes. Für so ein Leben sind wir alle geschaffen. Aber wir müssen es kapieren, dass all das, was uns vorher abgehalten hat, eben nur dazu gedient hat, um rauszufinden, dass es eine riesengroße Lüge ist und dass wir jetzt hier in dieser Wahrheit leben, in dieser Welt der absolut unendlichen Möglichkeiten. Ich hoffe, ich habe dich inspiriert. Es ist für jeden, es ist absolut für jeden, der bereit ist, alles Alte abzulegen, in eine neue Mentalität einzusteigen und da zu bleiben. Bis bald. Ciao, ciao.